Damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play Total War Warhammer. Ich bin euer Luxa und wir sind hier letztes Mal stehen geblieben mit Ungrim Eisenfaust. Und ich wollte die Belagerung einfach mal manuell ausführen, auch trotzdem ist hier so aussah, dass wir leicht im Nachteil sind. Die haben zwei Mörser, ich will es einfach mal versuchen. Wir haben ziemlich viel Slayer, wir haben relativ wenig Belagerungseinheiten bei, abgesehen von den vier Katapulten. Aber ich möchte die Schlacht einfach mal führen. Wird wieder Zeit für eine Belagerungsschlacht und von daher Attacke. Vielleicht können wir mit den vier Katapulten da schon irgendwas ausrichten. Die sind auf jeden Fall hier eingebaut in eine Stadt. Die Mauer ist gezogen. Stand ja auch da und wir haben eine groß breitflächige Aufstellzone. War schon mal sehr schön, dass hier sagt es uns, dass es nur ein Tor gibt. Tatsache, es gibt nur ein Tor. Zig Türme und nur ein Tor. Die Slayer haben Rambock. Ramböcke? I don't know that. So. Die kriegen alle die 1 bitte einmal. Die kriegen bitte alle die 2. Ihr geht mir alle auf die 3. Katapulte alle auf die 4. So. So, mal gucken, ob die Reichweite der Katapulte da hinten noch ausreichend ist. Nee, sieht nicht so aus. Sehr, sehr knapp. Ein Stückchen weiter nach vorne können sie noch. Ich hoffe, dass sie dann durch die Bäume auch überhaupt was treffen. Dürfte auf jeden Fall fast ausreichend sein. Stücke werden wir sie nochmal nach vorne stellen. Ganz, ganz kleines Stück. So, jetzt dürfte es aber, hoffe ich, ja, wunderbar. Es geht mir nur darum, dass wir das Tor treffen. Und hier links und rechts jeweils zwei Türme. Dürfte von der Distanz her hinkommen. Wenn nicht, müssen sie sich dann halt noch etwas bewegen. So. Es sind nicht alle Einheiten versteckt. Warum sind die... So, warte mal, schmeißen wir mir die Belagerungswaffen ab. So, wenn wir jetzt auf die 1 gehen und sagen, hier rein. Sind alle versteckt? Schon mal sehr, sehr cool ist. Könnten wir hier... Alle außer Ungrim. Aber selbst Ungrim Eisenfist kriegen wir da noch hin. So, auch hier sind alle versteckt. Finde ich super. Lock Formation. Müssen wir mal gucken. Auch die werden wir mal versuchen, hier hinten noch mit irgendwie einzubuddeln. Auch hier haben wir alle versteckt bekommen. So Leute, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, die werden nicht aus der Festung kommen, aber wir starten einfach mal das Gefecht. So, mein Freund. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viel verlieren oder dass die ins Leere schießen. Die schießen hier unsere Katapulte. Was extrem schlecht ist. Okay, pass auf, denn wenn wir die hier nehmen, nach vorne ziehen, bisschen schnell laufen, damit sie
Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, damit sie die Katapult hier nicht unter Beschuss nehmen. 15% Schaden, hier ist gerade mal 7% Schaden. 12 ist nicht allzu doll. So, nun beeilt euch mal hier, damit die Katapulte hier keinen Dauerbeschuss kriegen. Denn wenn unsere Katapulte kaputt sind, ist das Ganze hier schon für den Arsch. 20%, 23%. So, und ein bisschen sprinten hier jetzt. Ja, die Katapulte sehen ein bisschen mitgenommen aus, um ehrlich zu sein. 35%, 39, 41, 38. So, wir sprühen das Ganze mal ein bisschen vor hier. Gucken, wie das Ganze verläuft. 49%. Das Tor ist eigentlich erstmal relativ nebensächlich. 55% sieht aber gut aus. So, jetzt schießen sie auf unsere... Hohoho, und die fressen hier ordentlich Schaden. Aber nur, weil die anderen Türme da auch noch mit bei sind. Da flieht auch schon die erste Einheit. So, war das natürlich nicht gedacht. So, ein Turm wurde zerstört. Der noch nicht, 86%. 80, der hier ist komplett kaputt. So, Tor ist offen. Katapultiert mal bitte den Turm. Ihr übernehmt den Turm. Ihr übernehmt auch den Turm. Ihr könnt hier die Hellebardiere in Schutt und Asche legen. So, konnten wir hier Größeres noch verhindern mit den Langbärten. Ich hätte eventuell die Slayer vorschicken sollen. So, Munition geht auch langsam zur Neige. Prozent. Ich überlege gerade, ob wir auch keine Mumpel mehr. Letzte Katapulte hier mit Munition. 55%. Okay, was haben wir da auf der Mauer zu stehen? Bihan-Kämpfer. So, okay, dann machen wir das Ganze mal auf normalem Slow Motion. Und was haben wir noch da? Hellebardiere. So. So, auf, dann machen wir es so. Ich hoffe, dass es hier passt, dass die Türme hier nicht groß Feuer geben. So, die Katapulte sind leer geschossen, damit haben sie ihren Sinn erfüllt, ihren Zweck. Beziehungsweise, wartet mal. Was ist denn, wenn wir hier Artillerie bzw. die Maschinen fallen lassen machen? Haben wir hier noch 19 Kämpfer oder was? Tatsache, da kommt hier ein ganz kleines Regiment noch raus. Können sie sich ruhig wieder ihre Dings nehmen. Da kommen die Mörser oder was auch immer da ist. Ups, falsche Taste. Ich würde einmal die 3 und eigentlich
R drücken geht nicht. Die 2 und R drücken. Sowie die 1 und R, damit die immer alle ein bisschen sprinten. So, ich hätte hier definitiv mehr Artillerie gebraucht. Okay, jetzt weiß ich auch, wieso es für uns so relativ unausgeglichen aussieht. Da die Türme hier schon ziemlich fett sind. Die Eisenbrechung Iron Breakers von Artillerie angegriffen. So, wir müssen hier eigentlich nur reinkommen. So, beziehungsweise können wir die Musketen schützen damit. Die haben ja so eine Art AOE. Spam, dafür ist die Reichweite halt nicht so hoch. So, und ihr sollt doch hier alle mal ein bisschen sprinten, bitte. So, jetzt werden die demnächst die Türme wahrscheinlich noch schießen. Bah, die werden hier ganz schön unter Beschuss genommen von den Mörsern, um ehrlich zu sein. Aber wie richtige Zwerge heben sie die Schilder. So. Sieht doch mal geil aus, oder? Wenn die hier mit ihren erhobenen Schildern lang marschieren. Jetzt gibt's los. Es werden da Taschen geschmissen, Koffer werden geworfen. Was schmeißen die denn bitte? Was auch immer es ist, scheint wirkungsvoll zu sein. Alter Falter. So, Rinder. So, jetzt knallt hier alles. Die scheinen hier echt gut reinzuhauen mit diesen Bomben oder was auch immer die da hochschmeißen. Zerlegen hier richtig die ganzen Einheiten damit. Die Eisenbrecher sind scheinbar ziemlich fett, um ehrlich zu sein. So, die Türme schießen hier oder was, Grenzgrafen? Wohin schießen die denn? Schießen hier auf die Katapulte noch. Ihr könnt euch zurückziehen. Lasst euch da nicht unnötig kaputt machen. So, hoch hier mit euch. Jetzt. Jetzt oder nie. Siegpunktplatz. Unsere Leitern stehen an den Mauern. Na dann rauf da mit euch. Zack, hier werden die Leitern noch hochgeklappt. Hoch da mit euch, kleine Schildträgerfreunde. Die Eisenbrecher haben ein geiles Design. Die mag ich. Fette Rüstungen, die im Sonnenlicht glänzen. Episch. So, theoretisch müssten unsere Eisenbrecher, entschuldigt bitte, wenn ich so wenig erzähle, ich bin gerade konzentriert, theoretisch müssen die Eisenbrecher nur noch da hinten reinballern. Und das Ding wäre schon mehr oder weniger gelaufen. So, beeilt euch mal, um auf eure Position zu kommen. So, klatscht sie mal hier weg auf der Burgmauer, Murkbauer. So, die Mörser können hier nicht mehr viel ausrichten.
kommen auch noch unsere Langbärte hier ins Spiel mit den Slayern. Und die Slayer sind auch einfach mal geil. Die haben noch den letzten Hieb, das heißt, selbst bevor sie sterben, hauen sie nochmal zu. Sind quasi Off-Kämpfer. Gegen die Behandkämpfer, die natürlich besser gepanzert sind. Außer Atem, ja, weil sie so gewandt sind. Aber ich musste die unbedingt an den Türmen jetzt vorbeikriegen. So. So, die stehen selbst im Nahkampf ganz gut da, die Eisenbrecher. Die machen mir hier nur zu viele eigene Einheiten kaputt gerade momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Mörser beschießen hier unsere Eisenbrecher draußen und auf der Burgmauer. So, gib mal hier ein bisschen Zunder jetzt. Ach Jungs, was macht ihr denn? Warum kommt ihr denn nicht hier durch? Slay hier aufs Mörser-Team jetzt, zackig. Lass die anderen Eisenbrecher durch und auch hier rein. Momentan ist der Kampf noch ausgeglichen, beziehungsweise wir sind leicht im Nachteil, wie man hier oben am X sieht, das oben an der Spitze rot, das heißt, es ist nicht mal mittig. Aber ich gehe von aus, wir dürften das Ding rein theoretisch locker gewinnen. Kann ja mal hier die Zeit noch ein bisschen spulen lassen. Gucken, was hier noch so Schickes passiert. Oh, Schockkavallerie oder was? Tatsache, Ritter des Imperiums. Verkackten Mörser gehen mir auf den Sack. So, die haben keine Munition mehr wahrscheinlich. So, runter hier mit euch. Gebt euch Mühe, Zwerge, gebt euch Mühe. So, die Mörsergruppen sind, Truppen sind jetzt ja auch schon mit bei im Nahkampf. Ich hätte mal meine auch dazu ziehen sollen. So, Attacke hier. Haben wir hier schon ein paar tote Zwerge? Naja, mehr tote Menschen als Zwerge. Eigentlich sehe ich hier nur... hier ist auch ein vereinzelter Zwerg. Diese Schlacht erfordert auf jeden Fall sehr, sehr viele Opfer, leider. So, hier. Eine Einheit wurde ausgelöscht. Nicht so schön. Gebt euch Mühe. Momentan führen wir hier oben. Jetzt diese rote Spitze gelb geworden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Beziehungsweise mal gucken, ob die sich sammeln können und hier mit ihren verkackten Fernkämpfern wiederkommen. So, ich werde mir die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. Gucken, ob wir noch ein bisschen was anrichten können. Die fliehen aber größtenteils, was sehr, sehr schön ist. Jetzt kommt der gelbe Balken hier langsam nah. Und wir können hier langsam aufs Feld stolzieren. Hinten ist deren Champion. Den werden wir uns auch mal vornehmen. Eventuell bringt es ja was. Aber der gelbe Balken füllt sich langsam nach und nach. So, jetzt müssen wir den Siegespunkt halten. Mal gucken, ob... Ja, sehr schön. So, jetzt ziehen sie sich hier alle zurück. So, auch die Reiter sollten hier vernichtet werden. Jetzt geht es hier zu den Pistolieren. Und wir haben einen Sieg erzielt. Sehr, sehr teuer. Aber wir haben es geschafft. Von daher Gefecht beenden.
So, Blut. Errungenschaft freigespielt. B-L-U-U-U-T-E. Ute. Tja, sehr, sehr schön. Ziemlich teurer Kampf. Ja, die Zwergslayer sind halt mehr oder weniger nur gegen große Einheiten. War nicht so schön. Aber wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt. Und damit werden wir auch gleich zurück in die Festung gehen und neue Einheiten rekrutieren. Beziehungsweise mal gucken, wo wir hinkommen. Erfahrung erhalten. Wunderbar. Wir haben nun selber nur noch 168. Der Gegner wurde komplett ausgelöscht. 16.000 ist fett, aber die Schlacht war mir zu teuer, als dass wir den die Stadt lassen. Und von daher nehmen wir ihn. Marschieren hier etwas weiter. So, ihn haben wir auch schon bewegt. Gucken wir nochmal. So, was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir unseren Technikus. Ja, ja. Wie du willst, wie du willst. Wir versuchen einfach mal einen Attentat, warum nicht? Eventuell haben wir ja Glück, auch wenn ich es nicht glaube, mit unserem Level 1, denn wir haben ja einen Attentat oder so. Na klar, warum auch? Kein Glück. So. So, mein Freund, du gehst mal ins Tunnelnetzwerk. Kommst hier in die Stadt. Ah, okay. Dann geht's weiter mit dir hier, mein Freund. Du siehst noch relativ gut aus. Wenn wir mit dir mal hier hinten marschieren, in die andere Stadt regenerieren, noch eine Einheit rekrutieren. Denn hier hinten gibt's ja wieder mal nichts zu holen. Na, dich wollte ich. So, was ist denn, wenn wir hier jetzt aufs Tunnelnetzwerk gehen? Scheinbar können wir da nicht groß was machen. Beziehungsweise kommen wir hier an den Hügelgruppen nicht vorbei. Das heißt, wir werden hier nach unten laufen. Einmal von unten außenrum marschieren. So, wie sieht's hier aus? Ohoho. Die Armee ist voll, würde ich mal behaupten. So, warte mal, was haben die denn hier eigentlich? Level 6er Feuermagier. Kann man mal machen, wenn man will oder der Meinung ist. Und ich würde sagen, wir marschieren mal hier runter und gucken mal, was sie hier uns Schönes entgegenzubringen haben. Ob sie überhaupt irgendwas haben. 20 ist natürlich auch eine fette. Auf jeden Fall. Und ich habe hier wenig. Ein Katapult ist böse. Dreimal die Kopter. Hm. Müssen wir über Belagerung machen, komme ich anders nicht weiter ran. So, hier sieht es relativ ausgeglichen aus. Wir haben auch hier nur 4 Katapulte, aber ziemlich viele Kopter. Wir lagern mal erstmal weiter. Wir haben hier unten noch ein bisschen Zeit, sage ich mal. 7 Runden, naja. Theoretisch 9800. Ich überlege gerade. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Nee. Wir gehen jetzt mit denen hier runter, holen das. Holen danach hier unten das. Dann haben wir mit denen Doster. Kämpfen uns dann wieder nach oben vor. Ja, sollte so eigentlich passen. So, aber wir müssen noch Torgrim bewegen. War, oder habe ich in dieser Runde falsch bewegt? War das die Runde? Nee, es war nicht die Runde. Das war die letzte. So, da sind die Orks wieder. Und damit beenden wir auch unsere Runde. Folgenden Provinzen beschädigte Gebäude. Wollen wir natürlich reparieren. Keine Frage. So, das Imperium ist dran. Ich bin gespannt, ob die jetzt da oben unsere Armee angreifen. Und vernichten wollen. So, hier stehen wir auf jeden Fall besser da und ich habe so das Gefühl nach den ganzen Schlachten, dass dieses Gestrichelte so nach dem Motto ist, wenn du die Schlacht führst, sind bis dato deine Chancen. Solltest du die automatisch führen lassen, wird hier deine Chance sein. Das wäre quasi das Mittelfeld, Kräfteverhältnis, und diese Schlacht werden wir führen.
Aber das Ganze wieder in der nächsten Folge. Von daher verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen da lassen. Kommentar bei irgendwelchen Fragen oder Anregungen. Damit sage ich, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.